Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir in der Küche. Ich befinde mich in der Küche, weil wir gerade ein Food Haul gemacht haben. Wir waren einkaufen im Aldi und im Real. Mein Mann und ich. Er ist in den Aldi gedüst und ich parallel mit dem Fahrrad in den Real. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Es ist nämlich Feiertag morgen, Tag der Deutschen Einheit. Und da haben wir halt nur noch ein paar Sachen gebraucht. Und diese Sachen möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Kommt mal mit. Da ist Einkauf. So, das ist unser Einkauf. Da. Und mein Mann war im Aldi und ich war im Real. Und folgendes haben wir mitgebracht. Beziehungsweise mein Mann hat mitgebracht aus dem Aldi. Diese 6er-Packs kleine Flaschen Wasser. Einmal in still und einmal im medium. Wir nutzen die Flaschen öfters, also 2 bis 3 Mal auf jeden Fall. Waschen die aus, füllen die wieder auf und geben diese unseren Kindern mit zur Schule. Dann haben wir hier einmal Milchreis. Essen meine Kinder sehr gerne morgens vor der Schule oder halt abends mit Apfel und Zimt. Dann haben wir hier Fisch einnudeln. Ich weiß nicht, was mein Mann sich dabei gedacht hat. Wir essen eigentlich nie Frischeinnudeln. Wenn, dann greifen wir auf Hartweizen zurück. Ja, aber er hatte Lust, mal wieder Frischeinnudeln zu essen. Und dann haben wir hier halt diese Fusilli-Hartweizen-Nudeln. Hat man eigentlich immer da, denke ich. Dann haben wir hier Gnocchi. Sehr lecker in Käsesoße oder in Tomatensoße. Dann haben wir hier 2 Pakete Milch. Einmal Sandwich Toast, dann haben wir hier Freiland Haltungseier, 10 Stück. Dann haben wir hier Gouda Mittelalt, wobei ich sagen muss, dass ich diesen Gouda selber nicht so gerne mag. Keine Ahnung, das hat irgendwie so einen Geschmack, den ich halt nicht mag. So. Dann haben wir hier Geflügelmortadella für meine Kinder und meinen Mann. Ich esse eigentlich kaum Fleisch. Und dann haben wir hier Geflügel-Salami. Schweinefleisch essen wir eher selten, mein Mann schon ganz gerne, aber meine Kinder und ich, wir mögen das, wir mögen das einfach nicht. Dann haben wir hier Tomaten passierte Tomaten. Da kann man auch sehr leckere Soßen draus machen. Weinsauerkraut, ein Paket. Was haben wir hier? Wachsblechboden. Und Rotkohl, Apfelrotkohl, ja, solche Dinge haben wir auch immer vorrätig, weil man sich da einfach ganz schnell was zubereiten kann als Beilage. Und Gemüse darf natürlich auch nicht fehlen, hier 2 Paprika und Gurke und Kohlrabi, die kann man dann schön in Streifen schneiden und dann dippen. Als Snack abends oder vorm Fernseher oder einfach so Zwischenmahlzeit. Dann haben wir hier Kidneybohnen, die isst mein Mann sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wie man die zubereitet. Keine Ahnung, aber er macht das top. Dann haben wir hier Champignons. Dann hat mein Mann hier Fruchtjoghurt mitgebracht. Normalerweise nutze ich immer Quark und dann normalen Naturjoghurt, mische das zusammen und tue noch ein bisschen Honig rein, weil ich finde, dass hier einfach zu viel Zucker drin ist, aber so mal zwischendurch, auf die Schnelle, ist das eine gute Sache. So. dann haben wir hier Thunfisch. Haben wir auch immer da Thunfischfilet und Mais. Das mischen wir dann immer mit Eisbergsalat. Essen wir auch sehr gerne. Und dann haben wir hier noch Poten-Mini-Steaks für meine Kinder. Poten-Innenfilet auch für meine Kinder. Und das ist für meinen Mann Schweinebratwurst. Ja, dann gehen wir hier rüber. Das habe ich alles im Real gekauft. Das habe ich auch immer da. Reismilch von Alpro.
Schmeckt super lecker und ich finde, ja, es schmeckt wohl süßlicher als normale Milch, aber ansonsten finde ich, und ein bisschen wässriger, okay, aber ich finde, da ist geschmacklich kein großer Unterschied. Von daher, meine Kinder merken da auch keinen Unterschied, von daher versuche ich dann immer diese Reismilch zu nutzen für Milchreis oder auch so für den Kakao. Dann haben wir hier Würstchen, Geflügelwürstchen, die werde ich dann reinmischen in weiße Bohnen. Also ich mache da so einen weiße Bohnen-Eintopf. Und genau, dann haben wir hier Dinkel, Korn, Dinkelkörner. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit anstellen werde. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht ein Brot draus machen. Das muss ich mir noch überlegen. Und ja, und dann war ich wieder auf Schnäppchenjagd und da ist es so, dass also ich gebe euch einen Tipp, kurz vor Feiertagen, so kurz vor dem Feierabend oder auch schon morgens, im Real werden dann die ganzen Sachen reduziert, die vielleicht noch 2, 3 Tage haltbar sind, aber eben halt übers Wochenende oder über die Feiertage nicht überleben würden. hier habe ich entdeckt Low Carb Wraps. Die waren reduziert auf 1,30 €. Da habe ich 2 Stück mitgenommen. Und dann habe ich hier entdeckt Low Carb Pizzateig. Habe ich auch noch nie gemacht, noch nie probiert. Bin mal gespannt. Auch runtergesetzt auf 50 Cent. Und in der Kühlabteilung wird auch immer sehr viel reduziert. Und hier habe ich verschiedene Salate mitgebracht. Ja, Krautsalat mit Karotte und Joghurtdressing, dann Joghurt. Was ist das hier für ein Salat? Mal eben gucken. Parmasalat. Ah ja, okay. Parmasalat mit Karotte und Ananas. Und dann haben wir hier Quark und Gurkenbrotaufstrich auch reduziert auf 80 Cent. Dann haben wir hier einen normalen Krautsalat. Und dann haben wir hier noch einen Fleischsalat. Und zu guter Letzt Käse und Bärlauch Aufstrich, Brotaufstrich. Genau. Ach ja, genau. Vergessen habe ich noch hier dieses Stück Käse. Kann man auch wunderbar in Streifen schneiden und dann auch so zum Snacken verwenden. So, ja, das war unser Einkauf. Ja, die Preise habe ich euch eingeblendet, denke ich mal, wenn ich wenn ich den Kassenbon noch da habe. Ich hoffe. Ja. Also das ist ein Einkauf, wie gesagt, für eine Woche circa kommt man eigentlich ganz gut damit aus. Wir haben ja noch ein paar Sachen da, Kartoffeln und Wasser und so Grundzutaten, Margarine und so weiter. Genau. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.